Servus alle zusammen, Jump ist wieder hier. Ich grüße euch. Wir sind jetzt endlich auf dem Mars gelandet, beziehungsweise können jetzt endlich unsere Mars-Mission starten. Respektive sind wir schon auf dem Mars. Ich habe jetzt noch nichts gemacht hier und dann würde ich sagen, wir nehmen uns ein Capitalism. Ist ja schön zu wissen. When the fleet is ready, push the deploy button to double your income from short bursts. Alles klar. You're the driver in your managed investment. Okay. So, das wäre dann hier oben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich war ja noch nie hier. Wir werden jetzt erstmal wie üblich anfangen müssen. So, guck mal kurz, was die Manager kosten. 100. Das klingt nicht nach viel. 100 klingt nicht nach viel. Okay. Ich sehe gerade, wie lange das dauert, bis man hier auf 100 kommt. Ich weiß ja nicht, was für 100. Was ist das für ein Geld? Was ist das für ein komisches Geld? Wir werden jetzt erstmal eine Weile hier selber raufklicken müssen. Okay, wir haben jetzt 5. Ich denke, über 10 wird es ein bisschen schneller gehen. Okay, wir würden relativ schnell auf 100 kommen. Aber es kostet ja weiterhin 5. Also werde ich nochmal 10. So, jetzt haben wir 10. Bis 10 kaufen. Jetzt haben wir gleich 100 erreicht. Ja, können wir doch den Manager kaufen. Hallo? Ach, 100. Ich bin erst bei 1. Jetzt sehe ich das erst. Okay, aber es geht links relativ schnell. Mein Gott, wie lange soll das dauern? Sehen wir einfach 25 hier. Oder sage ich 26, egal. Marcies. So, wir klicken uns jetzt mal durch hier, wie es weitergeht. Jetzt sehe ich doch, dass das ganz schön lange dauert. Ich dachte, 100 wäre nicht viel. Aber offensichtlich ist es eine ganze Menge. Ich wollte das eigentlich auch niemand sagen. Ich glaube, ich kann auch auf dem Mond jetzt. Ich habe ja irgendwann diese Mission gestartet und habe gar nicht weiter aufgeschaut, wie weit wir da schon sind. Oder, also, wann das endlich losgeht. Ne, wahrscheinlich hätte ich schon gestern oder vorgestern hier anfangen können, aber ich habe nicht reingeschaut gehabt. Ich habe nur gesehen, dass die heute als fertig angezeigt wurden und ich dachte mir so, weil das sah so aus wie davor, als ich es angefangen habe zu starten. Also ich glaube, es hat insgesamt 200 Stunden gedauert. Oh mein Gott, das dauert ganz schön lange hier. Fünf. Das bringt 5 rein. Wir brauchen ja 100. Warte mal, wenn es auf 10 kommt, dann müsste ich... Jetzt würde es 10 einnehmen. Dann gehen wir dementsprechend dann rauf, bis es mal auf 10 ist, weil ich habe keinen Bock, hier alles manuell anzuklicken. Da ich hier noch keine Investoren habe, und hier werden es wahrscheinlich keine Engel sein, oder? Doch, hier werden es auch Engel. Außerirdische Engel, alles klar, gut. So, jetzt haben wir gleich 100 erreicht, jetzt müsste das auch werden hier. Merkt dann langsam. So, jetzt mal zweimal noch, dann wird er losgehen hier. So. Wir können unseren ersten Manager kaufen. Was machen wir? Endlich muss ich mich darum nicht mehr kümmern. So, ich schätze mal, wir kaufen jetzt ein bisschen 50 hier. Hier kommt man auch nicht. Hier ist es nicht so schnell voll, bis die erste Stufe erreicht ist, sehe ich. Wahrscheinlich dauert das. Ich schätze mal 150 oder so. So lange wird es wahrscheinlich brauchen. Oder so viel wird es wahrscheinlich brauchen, bis wir die erste Stufe da erreicht haben. Dann kaufe ich hier jetzt mal bis 20 oder 25. Sagen wir 25. Was kostet der nächste Manager? 5000? Okay. Gut, ich wollte das erstmal nur zeigen. Ich gehe jetzt mal schnell zum Mond zurück. Oder was heißt, ich weiß nicht, wir fangen erstmal an. Open for Business, okay. Nee, Earth Moon. Doch, wir müssen auf den Mond. So. Ah, hier ist das genau dasselbe. Wie davor. Jetzt gucke ich erstmal, was die Manager hier kosten. 750, das sieht auch nach sehr viel aus. Okay, ich fange hier oben an. Hier gibt es keine weiteren Profite. Was ist denn Mondgeld? Monddollar oder was? Oh Gott, dass man hier auf 750 kommt. Ich sehe das gerade, das dauert ja ewig. Also auf dem Mond dauert es jedenfalls länger als auf dem Mars.
offensichtlich. So. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja wie bei diesem Black and Blue Friday. Da hat es genauso lange gedauert. Das fällt mir gerade auf hier. Wenn das andere so schnell läuft wie auf der Erde, also da auf dem Mars läuft das so schnell wie auf der Erde, läuft das hier so schnell wie beim Black and Blue Friday. Ein Event. Und vor kurzem. Gott, ich bin so ungeduldig, ich will einfach schnell Kohle machen hier. Apropos Kohle, ich muss gleich mal auf die Erde zurückgucken. Ich habe eben gerade erst eingeloggt. Ich habe gesehen, auf der Erde habe ich jetzt ein paar Dezillionen. Und die wollte ich mir so einen Booster kaufen. So, hier geht es nämlich auch schneller. Bei 10 müssen wir unseren Profit also verdoppeln. Na, komm schon. Mal 3,5 Profit. Das ist in Ordnung. Also wir müssen doch jetzt schnell auf... Ach, wir brauchen ja 750. Was ist das hier? Gravitationsraum? Gravitationskapsel? Okay, hier gibt es ein bisschen mehr Kohle. Ich will jetzt nicht so viel ausgeben, weil ich will meinen ersten Manager holen. Zelle heißt das. Booth heißt Zelle, genau so. Wie Telefonzelle, Telefonbooth. Erreicht. Oh, ist das spannend! Na, komm schon. So, ach so, wir haben es ja schon. So, er ist gekauft. Was kostet der nächste? 22.500, das wird eine ganze Weile dauern. Entschuldigung, ich werde das überspringen. So, ich werde jetzt erstmal zur Erde zurück. So, Nonillion haben wir mittlerweile erreicht, alles klar. Wieso Nonillion? Achso, das war in der Zeit, wo ich... Stimmt, ich war ja zuerst hier gelandet und habe ja alles schon reingeguckt gehabt. So, ich überlege jetzt, man könnte doch was tauschen hier. Wo war denn das? Irgendwo konnte man doch... hier diese Dinge einsetzen. Ey, wo war denn das? Ah. Managers Unlocks. Nee, war das auch nicht. Swagging Stats. Klick an, war hier auch nicht. So, ich habe 132 Millionen Engel jetzt dazu gewonnen. Hab schon 208 Milliarden. Nicht vergessen, ja, man kommt hier als Deutscher schnell durcheinander. So wie die englisch sprechenden Menschen auch mit unserer Rechnung durcheinander kommen. Ja, aber jetzt mal im Ernst, wo war denn das? Ich konnte das doch irgendwo umtauschen. Ach, warte mal. Das war doch hier bei Adventures. Currency Exchange, hier, eine Dezillion. $11 zu Megabucks. Okay, das tauschen wir. Jetzt kostet der nächste schon 999 Dezillionen. Okay. So, ich setze das jetzt erstmal zurück. Ich habe hier viel Kohle. Die könnte ich jetzt ausgeben, aber wozu soll ich sie ausgeben? Weil ich will das schnell zurücksetzen hier. Claim Angel Investors. Machen wir mal eben. Puff, puff. So, jetzt haben wir über 300 Billionen. Engel, wie viel waren das? 340 Billionen. Milliarden. Entschuldigung, ich komme hier echt durcheinander. Oh mein Gott. So, ich kaufe jetzt alles erstmal mal 100. Zack, zack. Kaufen wir gleich den Manager dazu und den und den. So, und jetzt strömt hier die Kohle richtig schnell rein. Das finde ich natürlich auch geil hier eigentlich. So, jetzt kaufe ich die ganzen Manager ab. Den und den und den. So. Kaufen wir jetzt die Upgrades. Die ersten paar. So, das machen wir auch. Das auch, das auch, das auch. Achso, ein paar Engel sollte ich vielleicht noch opfern. Das mache ich sonst am Anfang, bevor ich überhaupt irgendwas starte. So. 1 Billion Engel. Diese Dinger hier, das mache ich zum Beispiel nie. Ich gebe keine 25 Millionen Engel aus, nur um 10
Autowaschanlagen mehr zu bekommen oder 10 Pizza-Lieferdienste, ist komplett unsinnig. 100 Billionen Engel. Das mache ich das nächste Mal, weil ich jetzt erst, was waren das, 134 Billionen hatte. Milliarden, mein Gott, 134 Milliarden. So, somit wäre der Profit jetzt nicht so hoch, wenn ich das auch noch ausgeben würde. Ich lasse das jetzt erstmal so hier am Laufen. Wir laufen erstmal alle Sachen hier. Wir sind auf 200, machen wir mal 200, das geht jetzt so schnell. Kein Problem. Eigentlich müsste ich doch jetzt... Wir sind auf 6%, ich brauche mal 10%. Wie hier zum Beispiel. Quintillion, gut, das ging ja auch alles durch. Jetzt müsste ich mit der nächsten auf 10% kommen. Wir sind bei 8%. Was fehlt denn da noch? Was fehlt denn da jetzt noch? Das ist so Wahnsinn, wie die Kohle reinströmt, wenn das in echt so wäre. Na gut, dann wäre jeder Trillionär oder Fantastillionär oder so. Upgrades. Ich glaube hier meine Sextillion. Ja. So, jetzt müssen wir auf 10% sein, ja. Das ist glaube ich auch das Maximum hier. Wo wir stehen geblieben, hier oben. Jetzt gehen wir hier weiter, mal also 4. Ja, das wäre es dann hier erstmal gewesen. Ich weiß, das war unheimlich spannend, aber ich wollte es unbedingt zeigen, weil ich war noch nie wieder auf dem Mars und auf dem Mond. Und ich schätze mal, ich werde noch ein kleines Video in der Stunde aufnehmen und werde das mal weitermachen. Und ja, dann sehen wir uns dort, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, alles klar. Bis dann, Leute. Ciao.